Ich grüße euch, Freunde des Entitos. Willkommen zurück zu Dead by Daylight und zur nächsten Folge. Kamera schaut wieder rüber. Heute haben wir von lieben Fergos. Er spielt den Kettensägenmann. Und wir schauen kurz in Perks und Addons, bevor es hier richtig schön saftig wird. Und der gute Fergos spielt hier mit einem grünen Addon und einem gelben Addon. Und beide machen fast dasselbe. Das grüne Addon sorgt dafür, dass die Erholungszeit verringert wird, wenn man mit der Kettensäge ein Objekt trifft. Und das gelbe Addon sorgt dafür, dass die Erholungszeit verringert wird, wenn man die Kettensäge verwendet hat. Er spielt auch einen sehr interessanten Perk-Bild, nämlich einmal beständig, dann Hochmut, Nurse Calling und Todgeweiht. Ich bin gespannt, wie das hier ausgeht und gespielt wird auf Yamaoka. Und ja, der Hillbilly ist natürlich im Handling besser geworden. Jo moin, da sind die ersten Survivors. Und, oh, das hätte aber schon ein kranker Kettensägen-Hit werden können. Aber die Wand war dann doch ein bisschen attraktiver. Ja, Billy ist im Handling leichter geworden auf jeden Fall seit seinem Major-Update. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig und richtig, dass das passiert ist. Und mal schauen, wie sich Fergos nun schlägt mit dem Hillbilly. Yamaoka ist auch einigermaßen spielbar mit Hillbilly. Gut, man möchte teilweise nah an die Kundschaft ran. Also lange Kettensägen, Snipes sind da nicht möglich. Ah, das hätte aber auf jeden Fall ein Kettensägen-Hit werden können, mein lieber Fergos. Aber die Wände sind deine Erzfeinde, habe ich das Gefühl. Da wurde ein Böller gezündet, interessant. Ein Panikböller oder ein... Juckt mich nicht, ich mach einfach Böller. Oh, die sind ja alle hier. Oh, wow, wow, wow. Komm, da kriegst du jetzt einen Hit drauf. Da kriegst du jetzt einen Hit drauf. Auf den, ja, guck mal, der ist auch free. Oh, was? Oh! Ja. War zwar nicht der richtige Jake. Ich glaube, es sind zwei Jakes hier. Aber immerhin einen getroffen. Also, passt, würde ich sagen. Kann man so mitnehmen. Södele. Na, die sind wahrscheinlich noch alle hier. Die sind alle noch hier. Deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall Barbecue. Oder generell irgendein Aura-Perk auf dem Billy ist immer sehr, sehr nice. Oh, da wird auch schon gerettet. Genau das meine ich nämlich. Und der erste Generator geht an. Ah, Kettensäge ist im Overdrive. Aber die heilen sich hier nicht. Das heißt, Nurse Calling hat keinen Impact. Damit hat auch Todgeweiht keinen Impact. Die denken sich, komm, wir machen lieber Generator. Oh, guck mal, wie er an der Wand her lang schrappt hier. Er weiß genau, wie es geht. Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt kommt die Kettensäge auf den Jay. Komm, 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 komm. Fergos. Uff. Fergos hat, glaube ich, das Problem, er zieht irgendwie immer in die Wände rein. Komm. Oh, und da schlägt er sogar auf die Wand. Fergos, was ist denn da los? Fergos, mal ein bisschen konzentrieren hier. Komm, die können nichts, Fergos. Die können nichts, die Jakes. Die können gar nichts. Du machst das jetzt. Du machst das. Du machst die. Ich weiß es. Komm mal hier. Die gehen zur Palette. Er, what the hell is going on? Fergos, wo willst du denn hin? Survivor sind nur direkt vor dir, Kollege. Wo willst du hin? Ja, Fergos, ich glaube, du weißt selber nicht, wo du hin willst. Dabei ist der Billy im Handling doch super, super easy geworden. Aber ich glaube, Fergos spielt den Hillbilly, so wie ich die Nurse, alle Jubeljahre mal. Aber das würde einiges erklären. Da hätte man reinschlagen können. Ich glaube, du hättest einen Hit gelandet. Ein zweiter Generator ist an. Ja, und jetzt... Oh, da war die Gottpalette gepanickt. Die war gepanickt, die war geschenkt. Die Gottpalette war geschenkt. Aber sie hat immer noch ein starkes Fenster. Und da geht der nächste Generator an. Der Gen Rush ist real. Und es geht's ab. Jetzt geht's ab ins... Ja, oh, wie der Jake da einfach so... Oh, ich geh mal zur Seite. Tschüss. Okay. Es ist der Default Skin Jake. Aber der hat's drauf, glaube ich. Aber wie erwartet. Das gibt es gar nicht. Ey, WTF. Willst du... Komm, Fergos. Wenn du draufhauen kannst, dann hau drauf. Ja, du musst... Meine Kettensäge ist geil, dann sind die Insta-down. Aber wenn du draufhauen kannst, hau einfach drauf. Oh, jetzt hast du die Fergos. Jetzt, oh, was ist denn da los? Uff, 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 uff. Fergos, Alter. Ich hab gedacht, jetzt kriegst du ihn. Jetzt habe ich gedacht, jetzt hast du ihn an. Jetzt hast du ihn. Habe ich echt gedacht.
Und denk an die Michaela. Die Michaela sitzt wahrscheinlich wieder in der Shack und macht den Generator gemütlich weg. Genau, einmal zur Killer-Shack gehen. Die wird das Fenster. Volt, na, da drauf, genau, perfekt. Perfekt draufgehauen. Oh, wenigstens mal draufgehauen jetzt hier. Sehr schön. Fergos, es sieht nicht gut aus für dich. Die machen dich fertig, mein Lieber. Die machen dich fertig. Ja, du hast aber halt, ja. Du hast beständig und Hochmut. Du tust aber die. Ich glaube, alle Paletten, die du bisher hattest, hast du richtig hart respektiert. Also, wenn du beständig mit Hochmut spielst, dann musst du nichts respektieren. Dann musst du einfach reinlaufen. Ja, du musst reinlaufen. Du musst denen zeigen, du hast die Balls. Ja, Paletten jucken mich nicht. Du musst sagen, ja, ja, ich hab hier, ne? Aber wenn du hart respektierst, dann. Oh! Der Gen ist fertig, aber der Kettensägen geht mal drauf. Sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Und keine Paletten respektieren, Fergos. Renn rein. Du hast die zwei Perks dafür, damit du reinrennen kannst. Oh, die heilen die sich jetzt oder machen die jetzt. Jo, da geht Totgeweiht an. Easy. Und jetzt kommt der Kettensägenmann. Und. Jo, gegen den Felsen, okay. Ja, die machen jetzt den. Da hinten ist ein Vogel hochgeflogen. Ich hab's gerade gesehen. Hallo? Wer ist denn hier? Hier ist keiner. Ja. Ja, 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 da war der nächste Gen an. Uff, 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 okay. Ja, Fergos rennt schnell zurück zum Haken. Richtige Entscheidung, denke ich, an der Stelle. Ja, seine zuletzt gefangene Beute ist noch ein bisschen verteidigen. Da kommt schon der Erste, der jetzt den Schlenker machen können. Da hat sie, ja, 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 ja. Und sehr schön, die Palette nicht respektiert. Oh, er ist schnell. Oh, ja, Fergos, zieht durch, zieht durch. Oh Gott, Fergos, es hätte ja fast in die Buchse gehen können. Holy moly, Fergos, Alter, was machst du denn mit mir? Heilige Scheiße. Uff, uff, uff. Uff. Uffer, uff, uffer. Sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall hier. Totgeweiht regelt mal wieder. Na, 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 wo wollt ihr hin, Leute? Wo wollt ihr hin? Was macht ihr da? Die ist im Schrank, Fergos, die ist im Schrank. Die ist doch safe im Schrank, Fergos. Fergos, die ist im Schrank. Die sind im Schrank, die ist in den Schrank gegangen, glaube ich, Fergos. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt ist, ja. Nirgendwo Kratzspuren. Die ist safe in den Schrank. Oder hat, oder, gut, sie ist jetzt hier. Oder sie hat Täuschung benutzt. Täuschung ist ein Perk, mit dem ich in letzter Zeit immer sehr, sehr hart rechne. Und dann werde ich richtig hart enttäuscht. Meistens hat es dann doch nie einer dabei. Und es war ja doch der offensichtliche Schrankplay. Oh, der war schöner, Curve. Das war ein schöner. Der war Schmackofazzo. Der war schön. Der war super schön. Leider jetzt erst zum Ende der Runde so ein schönes Ding hingekriegt. Aber immerhin. Immerhin, Fergos. Oh, wow, wow. Oh, jetzt kommt er hier. Will er mal einen Schlag tanken, wird ihm nichts bringen. Und vielleicht kriegst du ihn jetzt auch noch hinter. Ach, er hat das Tor auch schon aufgemacht. Das war Ripperoni, Ripperinski. Und dann sägst du daneben. Und ihn genau, ihn auch noch raustreiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und der eine Jake, der Default Jake, der will es jetzt noch wissen. Fergos, geh nicht zu weit weg vom Haken. Du musst deine Beute verteidigen jetzt, Fergos. Geh nicht zu weit weg vom Haken. Der kommt, da ist er, okay. Okay, ich dachte, er tried jetzt mal den Unhook. Hat er nicht gemacht. Er hat das nicht mal versucht. Er hätte den Unhook easy geschafft, glaube ich. Also ohne Mist, er hätte den Unhook wirklich geschafft. Der Jake hat sich einfach dagegen entschieden. Weil ich jetzt gar nicht gedacht hätte. Fergos, da müssen wir nochmal ein bisschen üben mit dem Billy. Aber Billy macht Spaß, auf jeden Fall. Wenn man ihn ein bisschen gelernt hat, ist das ein richtiges Monster. Also Fergos, bleib dran auf dem Billy, wenn er dir Spaß macht, denn er ist wirklich insane, wenn man ihn kann. Ansonsten war das eine sehr durchwachsene Billy-Runde, mein Freund. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber noch Luft nach oben ist immer gut, wie ich finde, weil dann kann man neue Sachen lernen. So, wir schon nochmal in das Dashboard der Survivor. Womit haben die gespielt? Aber wir haben hier auf jeden Fall, oh, wir haben Hoffnung dabei, wir haben ein Selfcare dabei.
Bindung und sogar die Cypher Strike. Also wir haben den Standard-Krempel des Survivor. Dein Perk-Bild ist ein bisschen zur Hälfte nur aufgegangen. Du hast zu stark, glaube ich, ein paar Paletten respektiert. Ja, wenn du beständig und Hochmut spielst, renn einfach rein in die Paletten, weil dann willst du es ja. Ansonsten, Fergus, Luft nach oben ist immer gut. Verbessere dich mit Billy. Billy ist richtig insane, wenn man ihn gelernt hat. Und wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Freunde des Entitos, lasst ein Däumchen nach oben da. Fergus steht wie immer in der Videobeschreibung, könnt ihr ihn mal auschecken. Und ansonsten, wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Abo da. Abo kostet nichts, ist kostenlos. Und ganz wichtig, wir stehen kurz vor den 1000 Abonnenten. Das ist ein Big Ding, Leute. Das ist richtig big, big, big. Also helft mir dabei, dieses Ziel zu erreichen. Und ein ganz besonderer Dank geht raus an die Kanalmitglieder, die mich sogar finanziell unterstützen. Das in der heutigen Zeit ist gar nicht mal so selbstverständlich. Also danke, dass ihr das für mich tut. Ihr seid die Allerbesten. Macht bitte weiter so. Jetzt laufen die Credits, wo ihr alle erwähnt werdet. Ich bin erstmal raus und noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Entitos.